Mein Name ist Uwe Kiesewetter vom Team JR Germany. Ich bin F3C-Pilot und will heute über die neue Produktpalette von JR reden, das Übertragungssystem DMSS und ja, allgemeine Dinge, was JR-Probe betrifft. Fangen wir mal direkt mit den Anlagen an, für das oder für die das DMS-System verfügbar ist. Das ist einmal die XG6 und XG8. Hier sehen wir die XG8, das ist eine sehr kompakte Anlage, als Handsender konzipiert, sehr leicht, sehr hohe Akkulaufzeit durch einen zweizelligen LiFE-Akku, integrierte 2,4 GHz Einheit, eine sehr angenehme Fernsteuerung für kleinere Modelle. Dann haben wir hier einmal eine Version von DMSS mit einem Zusatzmodul für die 11X, das heißt im Prinzip einfach ein Austauschmodul, die 35 MHz Module raus oder DSM2 oder DSMJ und dann austauschen gegen das DMSS-System. Dann haben wir hier den neuesten Spross aus den JR-Anlagen, ist die XG14. XG14 auch im Gehäuse von der XG8. Aber aufgewertet mit Knüppelaggregaten von der X12, Aluminium gefräst, sehr präzise, also ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal von der Anlage ist eigentlich die wirkliche Präzision von den Aggregaten. Für mich jetzt als Wettkampfpilot extrem wichtig. Erweitert um das neue X-Bus-System und 14 Kanäle voll ausgebaut, auch sehr leicht, auch der LiFE-Akku. Genau. DMSS an sich ist ein Breitband-Frequenz-Hopping, völlig resistent gegen Hintergrundrauschen, ist eine Zwei-Wege-Kommunikation, das heißt, man bekommt auch Telemetrie zurück. Jede von den Anlagen ist voll mit Telemetrie ausgestattet. Hier sieht man auch die Sensoren, ein Beispiel an Sensoren, also einmal ein Drehradensensor für den Hallgeber, dann Höhensensor, Altitude. Es gibt noch eine ganze Reihe andere Spannungen, Strommesssonden. So, kommen wir mal zu den Empfängern. Empfänger ist einmal für die XG8 ein 8-Kanal-Empfänger mit zwei Koaxialkabeln. Dann für die Anlage, hier beispielsweise mal ein 7-Kanal-Empfänger, auch mit zwei Koaxialkabeln, dem Telemetriesender. Und hier sieht man im Prinzip die Steckerleiste konventionell plus einen X-Bus. So, für was ein X-Bus? X-Bus in der Hubschrauberwelt, vor allen Dingen für die neuen Flyballer-Systeme. Hier wird es in Zukunft möglich sein, ein Microbeast, ein V-Stabi direkt mit den Anlagen bedienen zu können. Das heißt, Kreisempfindlichkeit, alle Features, die einem da zur Verfügung stehen, direkt über den X-Bus zu bedienen. Das ist jetzt auch schon möglich mit dem JR-System, das sieht man hier in Forza 450, ist ein sogenanntes TEX-Mini eingebaut. Das TEX-Mini funktioniert als normaler Empfänger für die DMSS-Systeme, das heißt im Prinzip muss nur gebunden werden mit den Anlagen, kann aber auch mit größeren Modellen über den X-Bus angesteuert werden. Warum X-Bus bei dem System? Das hat standardmäßig nur eine Koaxialantenne und ist dann für höhere Reichweiten nicht vorgesehen. Das heißt, hier muss man wirklich auf den Standardempfänger gehen mit X-Bus und dann kann man zum Beispiel auch so ein großes Modell mit dem Minitex steuern. Hier ist jetzt ein Tex 01 verbaut mit einem konventionellen DMSS-Empfänger. Funktioniert natürlich auch so. Hier spart man sich dann in Zukunft die Kabelwirtschaft. Das war's schon von meiner Seite aus. Dann noch viel Spaß und tschüss.